Jo, herzlich willkommen zurück. Und ja, ich würde sagen, wir kümmern uns um den Werksfahrer hier. Diese Capture the Flag Nummer hier. Da soll ich, soweit ich weiß, nur ein paar Flaggen umfahren. Eigentlich, schauen wir mal. Drei, zwei, eins, los! Wollen wir uns das mal angucken hier. Auf jeden Fall auf Zeit fahren, okay. Kommt hier ganz selten mal so eine Pylone, die ich umfahren muss, aber scheint so. Hier ist einer. Zap. So, hier oben. Hier oben, okay. Ah, shit. Ja, haben wir gekriegt, sehr schön. Okay. Dadurch, okay. Hier die nächste, zack. Das haben wir mit Sicherheit noch nicht. Genau, da ist nämlich noch einer. So. Oh, da kann man sich eigentlich schön die Wiederholung angucken dann. Das sieht wahrscheinlich ganz schick aus. Hier so durchpäse. Strecke, ne? Schlimm. So, dann hier mal eben links abbiegen. Okay. Kling. Oh. Na komm schon, stopp hier. Das hat mich jetzt Zeit gekostet. Hoffentlich nicht zu viel. Kann ich die Chance noch mal fahren?
Oh, wei. Was für eine Strecke. Gottes Willen, ey. Muss man echt mit Gas und Bremse spielen, das hat man hier verloren. Soll ich hier links abbiegen? Okay, machen wir. Jetzt soll ich wahrscheinlich einfach nur zurückfahren, will ich doch hoffen. Ja, noch in Ordnung aus, zeitlich. Zeit läuft halt noch. Ja. Ich denke, das habe ich wohl ganz gut gemeistert. Gleich beim ersten Mal, ist das wundervoll. Ja, das kann man sich da schön angucken, würde ich meinen. Schöner Wagen auch, ne? Carrera 4 anscheinend. Das ist richtig sehr. Schön am Heizen hier. Ja gut, ich will jetzt hier aber auch nicht irgendwie zu lange speichere das mal ab hier und da capture the flag. Geht schon nur flag. Und raus hier. Das ist auch nicht immer die tollsten Kameras dafür. So, was ist hier denn jetzt los? Ich habe gehört, Stelle des Chefs, das war es frei. Ah ja, komm, Billy. Versuchen wir mal. Wie sieht's denn aus hier? Was hast du denn da Testparcours-mäßig? Aber ein bisschen Werksfahrer hier. 3,
2, 1. Nö, nicht schon wieder so eine Nummer hier. Ja, frisst er wieder den 360, nicht? Mag ich gar nicht. 3, 2, 1. Los! Ja, mal gucken, wie das hier ausgeht jetzt. Ja, jetzt hat er meinen 360 mal gefressen und entsprechend hat das mal gepasst hier, ja. Gut, haben wir das quasi hinter uns. Ab dafür. Vor die Beförderung sowieso nicht. Ah ja. Wenn du meinst. Gucken, was da als nächstes kommt. Okay, na komm, dann machen wir auch noch. Ich glaube, da erinnere ich mich irgendwie sogar nur dran. Das ist doch eine runde Korsika hier oder so, ne? Mit dem RS27. Ja, das ist doch nett. 3, 2, 1, los! Junge, 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 lass mich doch vorbei. So ein Rammtyp hier. Ja, komm, dann drücke ich dich an die Wand hier und dann muss man das so machen. Kann ja auch anders. Und jetzt bin ich weg. Das ist Korsika rückwärts. Habe ich jetzt nicht unbedingt so drauf, aber sollte auch machbar sein. Fährt lustigerweise anscheinend da lang, wo ich auch lang fahre. Das ist interessant. Boah. Naja, muss er aushalten, ne? Ein paar Kratzerchen. Schokoladentunnel hier. Ja, läuft doch schön.
Ja, haben wir schon. Das soll mir gefallen. Habe ich ihn eiskalt abgezogen. Glückwunsch, ich sehe erstklassigen Fahrkünste, bla bla bla, Box-Size, Firmenwagen. Na, den nehmen wir doch an. Cheftest war. Jo, was ist das denn jetzt, ey? Alter Schwede. Das muss ja jetzt nicht sein, unbedingt. Eher wäre ich jetzt hier für Evolution. Dann können wir mal schauen hier. Ich habe schon meinen ersten Boxster Porsche eigentlich hier, ne? Aber irgendwie taucht das erst dann auf, wenn ich dann soweit bin. Glaube ich. Weil das ist ja nicht so wild. 911 Turbo. Okay. Das heißt, ich könnte den da wohl fahren. Oder dieses verdammte Biest hier. Na, vorher gab es ja den 3.0er zu kaufen, jetzt gibt es den dicken 3.3er. Aber ehrlich gesagt, würde ich mir dann lieber den 944er als Turbo holen. Wenn ich mir was holen muss. Weil der ist einfach pervers nur am Durchdrehen und da kommt man halt zu nix. Schaue ich mal, ob ich den fahren darf. Und inwiefern das taugt hier. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Und ja, bis dann.